What's up, willkommen zu Spieltag Nummer 3 im EPP gegen den guten Wolli. Ja, und mit Spoilerwarnung, einem Sieg und einer Niederlage gehen wir jetzt hier rein. Immerhin positive Differenz, wir haben 4-0 gewonnen und 3-0 verloren. Ja, und das ist unser Team. Ist erstmal Suikun mit dabei. Ich glaube, der Rest war schon da. Ich glaube, der Rest war in jedem Fight bisher dabei, außer Latias wahrscheinlich. So, dann gehen wir mal rein. Was hat mir dabei? Ich habe hier einen Zettel. Okay, hat den ganzen Sunshit dabei. Dann ist er. Na. Terra. Volnona. Wake. Annihilate. Richtiger Kampfkader, den er da hat. Und Random Mofaxo. So, jetzt die Frage, mit was wir reingehen. Ich finde tatsächlich, dass hier Sunshine sehr gut aussieht. Logischerweise, weil ich kann eigentlich alles Brave Burn. Bodybag wäre eine Möglichkeit, aber ich muss. Also. Gegen wen hole ich meinen Typenspiegel raus? Wahrscheinlich nach Terra, ne? Wäre nach Terra oder maybe. Volnona. Also ein Brand-New-Typ wäre auch ganz praktisch für die, ich soll mal anfangen. Ich lege mit Sunshine los, das ist mein Lied hier. So. Jetzt haben wir Delphi-Such noch spielen, deswegen habe ich auch zwei Delphis dabei. Wäre ganz praktisch schon auf den beiden Mons. Wow. Okay, also ich starte mal neu und bis gleich. So, da sind wir wieder. Team ist wieder ausgewählt. So. Man sollte vielleicht auch irgendwann die Kamera einschalten, weil ich habe. Aber fuck. Okay, ich will eigentlich mein Handy wieder als Facecam nehmen, aber ich muss wahrscheinlich wieder mit einem anderen Facecam arbeiten, weil ich nicht den Steuerplatz auf meinem Handy habe. Muss ich wieder machen. Wir sind wieder auf jeden Fall mit Nachtara gegen mein wunderbares Fiaro. Ich will es auch. Ich will jetzt einmal checken, was der für ein Split hat. Logischerweise. Mal hier kurz in Taylor. Ich will jetzt den Schaden gar nicht gesehen. Das hätte ich jetzt schauen sollen. Also Bitter müsste ich am Viertel gemacht haben. Was macht mir gegen Sunshine? Kann ich einfach in Disease gehen? Das ist schon mein bester Play in der Situation. Mach ich auch. Letzte Woche Iron Valley und so gefühlt der letzte Runde. Das erste Mal gekommen hier in der ersten Runde. Okay, ist okay. Wir haben Appetit zum Safe hier. Sie fragen nur, was tue ich hier? Was geht da jetzt auf den Switch? Auf Kampf natürlich Venue das Ding. Ich gehe aber auch auf den Seelenbruch. Der bringt mir natürlich relativ viel. Weil hier nicht immer ein Faxo geben wird. Und die Mons, die auf den Seelenbruch reinkommen, die jetzt reinkommen wollen, entweder speziell angreifen und das mir dann schon mal relativ viel bringt. Oder eine Weakness haben, also. Ja. Wir nehmen einmal den Toxic, dann natürlich nachher einmal Drain punchen und passt es. Kann ich jetzt aber nicht switchen, wenn er. Nee, kann ich nicht. Wenn der AP verbaut ist, kann man nicht mehr switchen, leider. Jetzt hat der kommt gleich okay, der Kalk sagt, sie lügt den Seelenbruch und er fällt nach Tara, damit er die Season mit einer Psychonese rausnehmen kann. Okay, ist noch kommen. Wobei Katie hat nach auf minus 1. Dann noch. Ne.
Da kommt rein. Bonona, okay. Das ist jetzt hier immer eine Kings. Okay. Aber ein Scheiß. Weiß genau jeden Tag von mir. So, bringen wir den Seen hoch. Macht sehr guten Schaden. Ich weiß schon, was der Widerschaden auf Dinger war, auf Nachtara. Aber hier habe ich einen in der 1 Switch und hier in Riptide. Wenn auf Riptide jetzt, wenn du drauf kommst, tue ich gleich den Weatherball. Weil das ist halt ein richtig guter Chip, wenn das ein Live-Offset ist. Und ein plus 2 Biotrain überlebe ich halt auch. Das ist das Schöne. Riptide. Okay, komm, Venue. Gib mir Venue. Der muss halt zum Venue gehen. Der muss halt in Venue gehen. Gib mir einen Bisaflor. So, muss ich kurz auch mal in den Kalk reingehen. Einfach nur um zu schauen. Er muss in Venue gehen. In der Situation, zu 100%. Und plus 2 Venue killt mich nicht. Der macht kann man die Hälfte. Zählt mit Life Orb. Halt wie jetzt auf dem Weather Ball. Der Weather Ball macht sau viel hier. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Den wird aber auch nicht kommen sehen. Ich mal. Sehr unlucky jetzt für ihn natürlich. So, die Frage ist, geht er jetzt auf ein Setup? Und ich hätte ihn in Disease gehen. Aber vielleicht riecht er das, wenn ich, dass ich das mache. Und sich in between. Komm jetzt. Das hat Eltat feiern nichts gewesen sein, meines Wissens. Bin der dann. Warte, ich glaube, mir läuft das nicht so gefehlt, ja. So, jetzt tue ich die Double zurück in Suicune und score ihn weg. Ich muss jetzt auf den Weatherball gehen, danach müsste ich relativ safe skyden können. Außer es tippt mich jetzt natürlich, aber. Ich glaube, ja. Was macht denn der? Das würde relativ guter Damage sein, aber. Viele Wasser. Ich hoffe, jetzt tippt er nicht. Ist aber okay. Wir haben natürlich eine Turm, wo wir mal schauen können, wir aufwachen. Das macht gar nichts. Ach du Scheiße. Hoch auf. Ja, nice. Das müsste ein Kill sein, oder? Schade. Jetzt schauen wir, wie viel Sonne noch da ist. Und hier. Wie viel Sonne ist, also wie viel lange ist die Sonne schon? Wir müssen es. Ja, ist schon weg. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich versuche jetzt, also ich gehe jetzt einmal selber auf den Rückenwind. Dass ich hier, falls ich ihn rauskriege, ich dann. Danach schneller. Also erstens direkt danach schneller bin und zweitens. Okay. Das ist mein Plan hier. Ist halt ein Lager, kein Leiter, das ist ein bisschen selbst gedrückt. Aber ich lasse in dem Fall Suicune dran sterben, weil Suicune sonst in diesem Matchup nicht so wirklich drauf. Aber für den Raw wäre ich ganz praktisch gewesen. Aber jetzt der Scar killt, vielleicht. Ja, okay. Sehr gut.
Also, Suicune Setup funktioniert, Leute. Bisschen Luck, aber Suicune Setup funktioniert. Sehr gut. Das Anti-Bisa von Suicune hat funktioniert. Wie es sein sollte. Wir sind stolz, sind wir da ja schon bei sowas, ne? So, was kommt denn da jetzt drauf rein, theoretisch? Meine Rücken wird mein Bruder noch nicht gesehen, ne? Kann ich jetzt auch mal einmal Tailwinden? Oder wird er mich einfach solo beamen? Ich geh jetzt auch mal auf den Tailwind. Ja, okay. Killt er mich, ist fein für mich. Atara ist halt leider nicht low genug, dass ich hier einfach in Dinger gehen kann in dass ich hier einfach in Bodybag gehen kann und einmal setupen. Bisschen schade. Geht's in Disease? Ist es die Frage natürlich. In Sunshine gehen wir einmal Brave werden. Probieren es mal. Mit dem Psychogenese oder Psychoshop? War ich einigermaßen schlau im Teambuilding? Ich war einigermaßen schlau gewählt. Wir probieren es mal. Ist die Frage. Auf was für ein Booster muss ich mit dem kommen, damit ich einen Anbion einmal und solche Schaden mache? Und anscheinend speziell defensiv einen Anbion. Weil das ist so ziemlich nahe Schaden, den da hat er. Wobei vielleicht ein bisschen Fist-Death, aber ja. Okay, das ist schon eine Range, die ist schwierig. Wir machen einen Rückzug hier. Ich gehe einmal in Sunshine, da kann ich gegen healen. Ich mache aber Toxin oder sowas. Weil dann weiß ich nicht, ob der auf dem Ding irgendwas gegen Iron Valiant hat. Da will ich sicher ja nichts mehr wollen, dass ich den da irgendwie reinstecke. Das ist halt einfach nicht vielleicht ein Burn. Ich habe letzte Woche nicht einmal bekommen. Einmal gegenrüsten. Vielleicht krieg ich einen Burn. Wäre praktisch. Wunschstrom, okay. Hat er noch was, das schon hochheilen wollte? Nee, hat er nicht, okay. Nachfolgen, okay. Ich meine die Lines. Ich habe auch so, ob der Toxic hat. Wenn der kein Toxic hat, dann ist er Setup-Fodder für Lati. Gehen wir jetzt einmal in Between. Für Bodybag ist es. Ah, den Toxic, okay. Schade. Gut zu wissen, okay. Gehe ich jetzt wieder in Sunshine und probiere den einfach jetzt mal zu burnen. Ah, dass das Schnauze vielleicht weniger Schaden macht. Burn? Der macht ja ein bisschen zu viel, finde ich. So ein kleines bisschen. Und das, wie ich der Flammenkörper von 4 aus dem Moment noch nicht habe, ist für mich ein bisschen frech. Also, letzte Woche hat er schon irgendwie 20 Kontaktpunkte gefressen und keinen einzigen Burn ausgelöst. Also wirklich keinen einzigen.
Und hier genauso wieder. Also ich raff das irgendwie nicht, was mit dem Flammkörper von Fiaro los ist. Ich rooste noch einmal gegen. Hoffe, vielleicht dann auf den Burn. Gib mir den Burn auf Natara, bitte. Das wäre so schön. Dieser Flammkörper von Fiaro, ne? Kannst dich nur drauf verlassen, auf den Scheiß. Da bin ich besiegt. Ich muss jetzt den Schaden auf Disease fressen, ich finde es so kacke. Und es ist halt schade, dass ich gechoiced bin. Weil er so halt immer scouten kann davor. Heißt, wenn ich jetzt halt auf den Abheil-Tipp gehe, erstens weiß er, dass ich Abheil-Tipp habe und zweitens weiß er einfach, dass er in einer Halbe rausgehen kann. Das kann ich natürlich probieren für mich auszunutzen, ist halt die Frage, wie. Vor allem jetzt, weil jetzt hier auch eingedamaged ist. Was tue ich? Gehen mit heraus. Sehr gut. Okay. Gut, so. Kann auf den See gehen. Das ist ein bisschen stressig jetzt. Was? Das Ding geht 20 mal auf 30%igen Flammenkörper drauf. Der triggert nicht einmal. Du greifst. Ja, dann kommt der Schmarotz und killt einfach instant. Also, das ist doch. Mann. Ja, ich hab gerade nicht gekannt, wenn ich irgendwie vorbeikommen soll. Allein schon, weil er Toxic hat. Nur das scheiß Toxic macht so viel Karte kaputt, ne? Hätte ich ihn einmal geburnt bekommen, dass halt der VP nicht so viel Schaden macht jedes Mal. Mit den Leffys mache ich da auch nicht so viel gegen. Gib mir einfach diesen Flammkörperbrand, bitte. Danke! Zum 20. Mal, ey. Ah, cool. Ist ein Chip, der jeder Runde wieder draufkommt. Okay, wir haben zwei Wishes weg, ne?
Der wird schneller sein als ich. Ich drück ihm einmal die Triplette. Weil das Ding ist halt wirklich, Latias ist hier tierisch eine Wincon. Ich muss nur das nach Taralo genug bekommen. Jetzt hat Pitu getoxt, ist aber okay. Darf ich mir einen Crit wünschen? Okay. Ja, ich habe wieder, ob ich auf den Shadow Ball gehen soll. Hast du überlegt. Das werde ich aber jetzt auch machen. Bevor er sich das Setup. Ich habe es mir gerade kurz überlegt. Mann. Soll ich den Double Switch belegen? Ich sehe, dass ich ihn auf den Schubball gehe. Weißt du, warum soll das machen? Spike up. Bitte, Pichu, bitte. Guten Schaden jetzt. Das müsste guter Schaden sein. Das ist ein full spezifik Pichu mit Analyse. Das war eindeutig weniger, als ich dachte, als ich haben wollte. Ich gehe in Sunshine. Hoffe mal, dass ich vielleicht einen Burn drauf kriege. Ich werde nicht mehr groß angreifen ab jetzt. Bitte den Burn. Bitte, Flammkörper. Flammkörper! Also der Flammkörper von Fiara, der ist irgendwie kaputt, habe ich so das Gefühl. Also jetzt einmal auf Natara, aber... Wie das bei was Paramortal so für Zeiten war mit dem... Noch mehr Flammkörper anymore. Ich gehe in Disease. Wer bitte nicht drin bleiben wollen, weil ich einen Seelenbruch habe, weil ich hier auf den Abschlag, auf den Appetit. Ich sehe mir den Damage einfach. Gib mir meine Health zurück. Ja, wunderbar, kann ich mich hochheilen. Sehr schön. Ich hab wieder weiß, also er wird zu Brüchen nehmen können, dass ich die Choice bin. Ich werfe jetzt die Lines ab. Wie low war nach Tara? Sehr schön. Das ist doch noch was. Mach ich den? Ich mach ihn. Was soll ich denn gleich nochmal machen? Ich gehe nochmal für den Abwehr. Ich nehme mal für den Abwehrtief. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt denkt, dass ich nicht auf den Abwehrtief gehe. Wir müssen was wieder da reinschicken. Wenn es kein Abwehrtief ist. Heißt, sein Place ist eigentlich drin zu bleiben. Weil Appetit kann er nichts reinschicken, wenn er auswechselt. Sein Pace also jetzt drin zu bleiben. Weil ich den gleichen Scheiß. Oh, fällt den jetzt eigentlich den gleichen Scheiß nicht. Fällt den gleichen Scheiß mal? Fällt aber auch nicht. Ich werfe den Seelenbruch. Krieg ich den? Geil! Huh! Das war jetzt. In Nihilite und Volona. Ist das Scarf? Das ist einfach nur Speed, Paralysentee. Okay. Natürlich ist es schwierig.
Ich hoffe, die Sonne ist nicht mehr so lange da. So, ich habe jetzt... Oh, Rollwind, okay. Das ist fein. Was schickt denn er jetzt da rein? Als noch Wake und am Fax, als noch Tara und am Fax. Wenn die Sonne weg ist, ist es Drain Punch and Go. Wenn die Sonne weg ist, ist es Drain Punch and Go. Ich muss so lange, ich müsste Lines einfach am Leben halten, bis die Sonne weg ist. Das kann ich hier sehr gut machen. Außer es ist so ein scheiß Cursor-Set. Bitte sei jetzt kein Cursor, bitte sei kein Cursor. Bitte sei kein Cursor. Da kommt, das würde ich mit meinem Herz aushalten. Okay, bald. Ist fein. Ich muss einmal kurz mein Toxic resetten. Ob ich jetzt nicht die Pharao auf Latias. Das ist ein Cursor, okay. Also jetzt gegenarbeiten mit Latias. Vielleicht hinter euch ein Trick. Naja, besser nicht, ich kann Trickset bin. Wir müssen gegenarbeiten. Wir werden es auf eine Range bekommen, wo ich ihn dann killen kann. Oder... Da muss ich jetzt schon raus. Muss ich schon in Valiant. Munchlax, Eviolite. Ja, einfach ein Full HP Set jetzt. Das ist halt plus 2 jetzt schon, ne? Ich baue auf einer gewissen Range. Ich greife direkt an. Ich muss ihn runterkriegen. Ich muss ihn wählen. Ich muss ihn jetzt den Damage streifen. Das ist ein Strain Pulse, ja, das kommt gut hin. Wait, fuck, das wollen wir nicht gut hin. Ich hoffe, dass er Abit killt, glaube ich. Und ich muss ja jetzt versuchen, mit der Lines nur zu krippeln. Gib mir unbedingt gescheiten Status, bitte. Gib mir unbedingt Status. Ich gehe hier sofort, oder gehe ich sofort raus, ist die Frage. Ich bin mich erstmal wieder auf ein bisschen Range. Ich muss jetzt rausgehen in Valiant und hoffen, dass er keinen, dass er nicht nochmal einen Boost bekommt. Also dass er jetzt einfach nochmal Erholung kriegt. Das ist das Problem an der Sache. Ich hätte in Valiant gehen müssen. Fuck. Ja. Boost oder. Also entweder Boost oder Dinger jetzt. Alles andere ist scheiße. Ich hätte jetzt aber einen Close Convert. Was anderes ist mit ihm los. Nur mit dem kann ich genug Schaden. Kein Body Slam, kein Body Slam, kein Body Slam. Also, Body Slam.
Deswegen, ich würde sagen, ich habe das Game auch nicht gespielt, aber wenn jeder Situation, wo du dich entscheidest, das Game sich gegen dich entscheidet, ist dann auch kacke. Also ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass es das nur wegen Glück war, sonst was. Aber 20 Mal Schmarotzer auf dem Flammkörper, der triggert mich. Dann eben hier das mit dem Sleep Shock und sowas. Ich hätte gerade eben Valiant geben müssen. Weil ich kann mit The Lines nach Tarabon übern. Das ist das Problem an der Sache. Das kann ich ja machen. Ja, ich muss Zipletten hier. Hoffen auf, dass ich irgendwelche Hexe des Jahrtausends krieg, aber das gewinne ich nicht mehr. Leider. Das war eigentlich klar, nur weil ich dann einen Flug davor gezeigt, dass da sonst nichts dabei ist, dass da das West Talker ist, kann gut sein, wenn ich denke, wenn Kabul die Matchup so scheiße ist. Oder Palisand. Ah, ich hätte es noch gewinnen können. Das ist kacke, ich hab's weggeworfen. Ich hab's eindeutig weggeworfen. Warum gehe ich da in P2? Warum gehe ich da in P2? Ich muss doch nicht mit P2 gehen, das ist wohl immer eine Sache. Ich wollte ihn auf Range kriegen für einen Rain Punch. Damit ich mit Rain Punch durchgehen kann. Aber vielleicht hätte es auch gekillt, weiß ich ja nicht. Hätte auch einen Body Slam kalken sollen, den er hat. Ach, ja, wird gelaufen. Es hätte ein Sieg sein müssen eigentlich. Naja, also dann, wir sehen uns im nächsten Spieltag und ja, bis bald.